Nintendo. Hört sich gar nicht nach Onox an. Nee, überhaupt nicht. Da, 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 da. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play von mir. Eure Lordschaft dachte sich einfach mal so, ach komm, haust ein neues LP raus, und zwar Luigi's Mansion. Mit Onox-Stimme im Intro. Warum auch immer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe es in Galaxy ja schon mit dem Tim zusammen mehrmals angekündigt und so. Und ja, nein, ich will kein Intro sehen. Ich will noch nicht, nee, noch nicht, nee, nee, nee. Erstmal ein bisschen erklären zum LP allgemein. Das Spiel seht ihr schon 2001, 2002. Ich glaube 2002 kam es erst bei uns in Europa raus. Als Launch-Titel für den Gamecube. Die Gamecube, schlag mich tot, ich weiß es nicht. Und ja, das Spiel an sich war so völlig anders als die anderen Mario-Spiele. Erstmal, weil nicht Mario dabei ist, ganz logisch. Und es ist kein Jump'n'Run. Es ist sowohl Wikipedia als auch Nintendo selbst sagen, das ist ein Action-Adventure. Mit Pseudo-Horror-Genre. Nein, ich will nicht, dass es losgeht. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Erklären hier. Quatschen. Mensch. Und was soll ich sagen? Der Horror, naja, es soll ein bisschen horrormäßig sein. Wahrscheinlich ist es hier nur Horror für Luigi, denn er ist ein kleiner Angsthase. Also hier das Spiel eigentlich, ja, Action-Adventure hört sich eigentlich nach Zelda an irgendwie. Und naja, es gibt ja auch Herzen. Naja gut, ob das jetzt schon für die Definition ausreicht. Ich schlag mich tot, ich habe keine Ahnung. Aber es war einfach was Neues. Es war was richtig Neues und ich fand es richtig cool, als ich es damals bekommen habe. Erst ein paar Jahre nachdem es Launch-Title war. Ich habe die in den Gamecube ein bisschen später bekommen. Und das System war irgendwie ganz neu. Ja, also es war überhaupt nichts mit Jump'n'Run. Es ist auch nicht so wie Zelda. Es ist einfach was ganz Eigenes. Und da hat Nintendo mit dem Launch-Title eigentlich ein ziemlich innovatives neues Spiel rausgebracht. Und nein, gibt's nicht. Und, was soll ich dazu sagen? Ich fand's richtig cool, die Idee. Und Rückblick muss man sagen, jetzt nach 12/13 Jahren. Ja, eigentlich hat Nintendo aus dieser Idee nicht viel gemacht. Es gibt zwar für den 3DS jetzt mittlerweile Luigi's Mansion 2, Dark Moon. Aber das habe ich nie gespielt, weil ich habe noch kein 3DS. Daher kann ich dazu nicht sagen. Ich habe allerdings gehört, dass die Kritik allgemein ziemlich gut war. Und so. Ja, mehr kann ich also echt nicht sagen. Also auch bitte keine Spoiler in der Richtung. Ich werde es mal vielleicht irgendwann als Blind-LP nachholen, keine Ahnung, wenn sich denn die Möglichkeit und die technischen Herausforderungen dafür irgendwie anfinden, mal sehen. Nein, hörst du mal auf, wie mir ständig das Intro an die Backe zu nageln, gibt es nicht. Und ihr seht schon, das Spiel trollt mich jetzt schon. Und es wird auch nicht auch sonderlich lange gehen, das LP. Ich schätze mal so 25 Parts, ja, könnte hinkommen. Weil es ist halt echt nicht lang irgendwie. Aber es war halt in diesem eigenen Konzept so richtig neu. Ich fand's echt cool und ich find's auch immer noch cool. Und deswegen, Leute, fangen wir jetzt ein neues Spiel an. So. Ja, nicht wurde diese schon Spielstelle drauf von früher. Das ist ja meine original GameCube Memory Card hier, weil ich nehme das Ganze über wieder TV-Karte auf. Nicht über den Emulator, weil gibt mir zu viele Fehler dafür. Und ja, hab extra ein neues Spiel schon vorbereitet. Ja, ich bin ja clever, so mal Option gucken, was hier was wichtig ist. Surround, ja, habe ich nicht, ist egal, kann trotzdem bleiben hier, ist alles cool. Ja, passt. So, Leute, würde ich sagen, wir starten in ein neues Adventure. So, deswegen wollte ich das Intro nicht laufen lassen, sieht man jetzt hier erstmal, was passiert. Story ist natürlich wie Nintendo typisch super kompliziert. You Mansion. Hier, die oben sieht aber viel besser aus. Oh, sieht gemütlich aus, ja, definitiv. Ja, Luigi hat eine Villa gewonnen. An einem Gewinnspiel, wo er nicht teilgenommen hat, ja. Seems legit, no bullshit. Die Rahmen gucken auch schon so böse, oh mein Gott. Gott, sieht überhaupt nicht traurig aus. Nein, 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 dem Architekten ist zu gratulieren. Hallo? Voll geil in Deutsch irgendwie. Warum auch immer. Und da sind wir, Leute. Wir haben 100 Herzen. Das ist unser quasi unsere Energieleiste schon mal. Und wir sind im Foyer, im Erdgeschoss. Oh mein Gott. So. Ah, wir können uns bewegen. So, mit Joystick drehen wir uns im Kreis. You spin me right round, spin me right round. Okay, hör ich auf. Und wir können... Mario! Oh, auf dem A-Knopf können wir rufen. Unsere Hauptaktion ist also, um nach Mario zu brüllen. Mario. 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 Voll geil. So, mit B können wir... Ah, die Taschenlampe ausmachen. Also, wenn wir an... Also, wenn ich nichts drücke, ist sie an. Und wenn ich drücke, geht sie aus. Eigentlich falsch rum, aber egal. Hat später noch eine wichtige Bedeutung. Auf X und Y und R und L und Z können wir da gar nichts machen. Okay. Mit dem C-Stick können wir...
Ah, die Taschenlampe justieren und den Winkel feststellen. Oh, und uns ist auf dem Fleck drehen. Und ich weiß nicht, daran merkt man schon, das Spiel hat eine unheimlich coole Atmosphäre, weil man sieht halt, dass es draußen Blitz und Gewitter hat. Und dann fällt hier halt immer diese Licht rein und es bilden sich diese gruseligen Schatten an den Wänden. Und da sind immer mal so ein paar Schreckenmomente dabei. Es ist jetzt echt kein Horrorspiel oder so. So, wir sind jetzt E1. Da haben wir hier eine Vase. Erstmal voll die Staubwolke rausgeholt hier. Hier ist auch noch so ein Ding. Also richtig verstaubt, also auf die Welle. Also wenn ich die gewinnen würde, dann müssten sie mir nur drauf zahlen, dass ich die nehme. So, hier haben wir noch einen Schrank. Ist da aber drin? Nö. Nothing. Absolutely nothing. Okay, gut, dann gehen wir da hoch. Da links ist eine Tür und hier gerade auch raus noch. Wir gehen erstmal nach links. Nö, will ich. Okay, geht nicht auf. Vielleicht die hier in die Mitte. Das ist die letzte Tür. Hier muss es reingehen. Was war das? Hat der es auch gehört? Ein Kichern. Ein Kinderkichern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine fliegende Pupswolke. Paranormale Aktivitäten. Paranormale Aktivitäten. Kching, kching. Oh mein Gott, sie furzt davon oder so ähnlich. Okay. Aber die Schlüssel hat er da gelassen. Das ist aber höchst höflich von ihm. Ihr, es, whatever. Voll geil. So, also freut er sich voll. Und guckt jetzt erstmal wieder ein bisschen verängstigt mit zusammengekniffenen Füßen. Oh oh. Haben wir jetzt etwa den Schlüssel für den Hauptraum hier? Oh mein Gott, Mickey Maus Handschuhe. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Er hat gar keine Angst, er ist... Wow, holy shit, jetzt spätestens wäre meine Hose voll nass. Ein Obi mit Staubsauger. Oh mein Gott, er macht einen auf Ghostbusters. Ghostbusters. Das war allerdings ziemlich jämmerlich. Scheiße, wa? Voll geil. Na, Obi, hast du das nicht drauf, wa? Autsch. Ruf das mal, da werde ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Was zum Teufel? Oh, ich bin zu alt für diesen spuckigen Unfug. Wer bist du? Er hat aber lustige Brillengläser. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor Igitt. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren? Also ich habe hier gewonnen und so, weißt du? Oh oh, er holt Verstärkung. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Also, Kleiner, leg einen Zahn zu. Mir nach. Tempo, Tempo. Das Spiel ist so cool. Luigi war dein Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut abgepasst. Luigi, wie, du möchtest wissen, wo du dich befindest? Er kratzt dich erstmal am Arsch. Ja, diese heimelige Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor Igitt, Geistersforschungslabor. Oder schlicht und ergreifend das Labor. Hörst du mal auf, dich am Arsch zu kratzen? Falls du Abkürzung bevorzugst. Lol. Du hast die Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig. Ist legit, ne? Seems legit. Naja, ich wäre gar nicht ins Ding gegangen, aber egal. So, ja, anscheinend ein Arschläuser. Aber gut, lass mal so stehen. Du bist halt tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugen. Ja, höchst merkwürdig, das Ganze. Ich lebe ja schon, seit ich ein junger Kerl von 20 Lenzen war. 20 Lenz? 20 Jahre? Und ich sage dir eins, diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert. Und wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Begeistert, ihr versteht schon. Oh Mann, der Kleine hat's drauf. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit roter Mütze, der deiner ganz ähnlich sah, lief auf zum Haus. Er hielt nicht einmal für ein kurzes Pläuschen. Und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das nur geträumt? Bitte? Der Kurze war dein Bruder? Oh nein, wie furchtbar. Oder mein Helfer hatte nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Mir kommt ein Geistesblitz. Again.
Mann, der Kleine ist echt drauf. Bist du Sarazza? Ich zeige dir, wie du mit den Geistern fertig bist, damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Oh yeah! Ah, jetzt kriegen wir die Steuerung. Feuer, Wasser oder Eis ausstoßen. Cool. Standard oder seitwärts? Ich werde Standard, glaube ich, spielen. Das ist, glaube ich, besser so. So, mit C Luigis Blickrichtung, B Taschen an Beinen aus, A untersuchen, Tür öffnen oder Mario rufen, X mit Gameboy Horror untersuchen, Y Karte anzeigen, Z Inventar ansehen, R mit dem Staubsauger saugen. Saugen. So, ah, geil. Dies ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn, das ist genial, Schreckweg an 0816. Nicht 0815? Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Er schluckt? Wirf ihn mal an. Halt die R-Taste gedrückt, um zu saugen und bestimmt... Ist überhaupt nicht pervers gemeint, nein. Und bestimmt in die Richtung mit dem C-Stick. So. Okay, mach ich. Wenn ich dürfte. Hallo? Achso. Ganz gleich, wie stark du deinen Bruder hältst. Geister sind recht rätselhaft. Auf herbringende Weise kann man sie nicht fangen. Das weiß er hatte auch welche in seinem Spiel. Also solltest du das hier einsetzen. Nur so kannst du sie bezwingen. Davor fürchten sie sich maßlos. Oder so ähnlich. Naja, was hältst du davon, wenn wir mit dem Training beginnen? Geister mögen es dunkel, folglich meiden sie das Licht. Wenn du sie also mit einem Lichtstrahl blendest, stehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Wenn du nahe genug dran bist, dann halte die R-Taste gedrückt und halte den Kontrollstick in die entgegengesetzte Richtung weg vom Geist. Und versuch's doch mal. Auf diese Weise lernst du es viel besser, als wenn du mir nur beim Plaudern zuhörst. Oh mein Gott. So, jetzt kann man die Taschenlampe ausmachen, um den Schreckmoment so kurz wie möglich zu machen. Aber ich hab's verkackt. Hallo, ich hab den R-Knopf doch gedrückt. Wieso geht's nicht? Und denk dran, jedes Mal, wenn das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Während des Saugens musst du den Kontrollstick in die entgegengesetzte Richtung steuern, um ihn aufzusaugen. Hey, hallo, ich will saugen. Wieso geht das nicht? Ich drücke, aber es passiert nichts. Wenn das Herz eines überraschten Geistes erscheint, kannst du ihn aufsaugen, indem du die R-Taste gedrückt hältst. Und den Kontrollstrick bewegst. Aber ich kann nicht R drücken, hallo, es geht gerade nicht. Bewegen Kontrollstrick in die Entgegensetzung zum Geist. Ich kann nicht R drücken, Leute. Wieso geht es nicht? Versuche möglichst nahe anzugehen, bevor das Licht einschaltest. Wende sie beim Licht, wenn sie in deiner Nähe sind. Klick, klick. Je mehr, desto besser. Hast du das verstanden? Ja, aber ich kann nicht R drücken, Leute. Ich kann nicht saugen. Der R-Knopf will nicht. Es geht nicht. Scheiße, wieso geht das nicht? Hey Kleiner, ich dränge dich an. Wenn du so weitermachst, wirst du niemals deinen Bruder finden. Da, sie kommen. Ich kann nicht R drücken. Ich kann so viel drücken, wie ich will. Es passiert aber nichts. Was soll das? Wieso? Ich drücke die ganze Zeit R. Hört man das? Erfolgreiche Geister setzen die kombinierte Verwendung von Taschenlampe und Schreckweg nur nach Texten voraus. Hast du das gehört, Kleiner? Das macht ihn zu schaffen. Und wie viel hast du eingesagt? Null. Was? Keinen einzigen? Boah, scheiße. Der R-Knopf will nicht. Ich drück die ganze Zeit, aber da passiert nichts. Bewege dich und rustig entgegen. Fein. Du bist ganz schön in den Schwitzen gekommen. Was hältst du von einer kurzen Verschnaufpause in der Galerie? Ich bin besonders stolz auf sie, weißt du? Ja. Los geht's. Wieso geht mein Staubsauger nicht? Ich kann... Okay, X kann ich drücken. Y geht. Z geht auch. Aber L und R gehen nicht. Warum nicht? Willkommen in der Galerie. Einst hatte ich 22 Gemälde in meiner berühmten Geistersammlung, doch nun sind nur noch Arme übrig. Heiliger Bimbam, leider gibt es außer den beiden Statuen nicht viel mehr zu sehen, aber sieh dich ruhig noch einmal um. Drücke X-Knopf und die Gebung, um mit dem Gameboy Horror zu untersuchen, den du von mir erhalten hast. Verdächtige Orte solltest du ganz genau unter die Lupe nehmen. Du kannst Gegenstände auch... Die Lache! Du kannst Gegenstände auch überprüfen, indem du den A-Knopf drückst und sie so rüttelst und schüttelst. Aber Finger weg von den Engelstatuen. Hehehe. Oh ja. Oh mein Gott, sie schwingen die Flügel. Ja. Oh ja. Geil. Cool, was? Ja. Oh. Okay, sie geht nicht mehr an. So, ja, hier sieht man jetzt so, dass alle Bilder leer sind und dahin ist eine Tür. Kann man da durchlaufen? Nix. Auch nix. Nix. Hier ist nichts drinne.
Schöne Galerie hast du, die ist komplett leer, Junge. Wie er so rumtrippelt, voll cool. Hast du einen Dora nach Kunst für heute gestellt, Luigi? Wo bin ich? Game of Horror, zurück zum Labor. Zurück zum Labor. Alles klar. Wo soll's hingehen, Luigi? Na, zur Villa. Wir wollen loslegen. Sei vorsichtig, Luigi. Werde ich sein. Tschüss, du Opfer. Voll fies. Und jetzt will ich gleich mal testen, warum der R-Knopf nicht geht. What the fuck? Ich kann nicht saugen. Ich drücke jetzt den R-Knopf, es passiert nichts. Mario. Es geht alles, bloß der R-Knopf nicht. Warum nicht? Und tot. Wieso kann ich nicht saugen? L geht auch nicht. Moment kurz. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los hier? Hm? Scheiße hier. Warte, sag mal. So, jetzt? Oh. Aus irgendeinem Grund hat die Wii mein... erstmal wieder richtig hinsetzen hier. Aus irgendeinem Grund hat die Wii meinen Controller nicht richtig angenommen. Wie scheiße. Oh Mann, ist ja ein gut vorbereiteter erster Partner. Tut mir leid an der Stelle. Na, jetzt geht's. Jetzt können wir erstmal richtig schön staubsaugen hier. Oh, guck mal, was sich da ansammelt, Alter. Oh, du? Alle schön aufgesaugt hier. Kannst du ehrlich unendlich saugen. Ich glaube, das wird niemals weniger. Das ist in der Geister wieder normal. Ist das schmutzig, ich kann mir halt gar nicht vorstellen, der ganze Teppich durfte eigentlich nie mehr zu sehen sein, der ganze Staub hier. Das Coole ist auch, man kann auch hier... man kann die ganzen Dinger hier leer saugen und dann hat man einen Spiegel. Cool, oder? Wenn ich jetzt klicken würde, oder sagen würde, drücke A, prüfen, dann würde also man kann mit Spiegeln sich hier zum Eingang zurück teleportieren. Ich kann halt ja mal vormachen, aber eigentlich passiert da nichts. Wahnsinnsbewegendes. Crazy shit. Und wir sind wieder hier. Ja, wäre man das woanders, würde man wieder hier landen. So, Todi, was ist denn los? Wo steckst du noch, Mario? Mann, Luigi. Ja, ich bitte, du bist es, Luigi. Du hast es doch noch geschafft. Bin ich froh, dem Himmel sei Dank. Warum ich hier bin? Nun, Prinzessin Peach bat mich, nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du von einer Witter gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt. Als ich hierher kam, wimmelte es im ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich wusste nicht mehr weiter. Es war furchtbar. Ich finde ja, du musst Mario finden. Du machst hier kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Er wird im Sechseck springen. Das würde ich gerne sehen. Überlass mir das. Tschüss. Voll fies. Junge, danke Luigi, da fällt mir ein richtiger Stein vom Herzen. Oh, Licht an. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Yeah, wir können speichern. Oh, schon very good. Speicher wurde gespeichert. Du kannst mich jederzeit um Hilfe bitten. Cool. So, jetzt geht's los, Alter. Geht nicht. So, hier die Tür können wir nicht nutzen. Oh. Holy shit. Da wollte uns so ein Geist verarschen. So, man kann auch die Kerzen hier aussaugen. Bringt aber nichts, denn die Lampen bleiben an. Also die große Lampe hier bleibt an quasi. Oh, Geld! Leute, siehst du schon da unten auf unserem Screen? Man kann hier im Spiel richtig viel Knete sammeln. Ich wünschte immer, man könnte Luigi's Mansion so spielen, dass man quasi das Geld aus dem Spiel rausholt. Aber geht nicht. So, mal hier. Man kann den Krug auch ansaugen, bis er sich dreht und dreht und dreht. Wenn die Wolke kommt, dann kommt manchmal auch Geld dabei raus, glaube ich. Ja? Erstmal Spinnen jetzt mit eingesaugt. So, und ich glaube, die Lampe kann man auch ansaugen, ne? Oh, geil! Oh! Geil, Manni! Geld geil! Geld geile YouTuber! Oh, Manni! Ding, 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 ding. Nein, halt! Nein! Fuck you! Gib mir Manni! Okay, gut. Links ein bisschen was eingesammelt. Das ist voll cool. Man kann richtig viel Knete sammeln hier im Spiel. Und ihr seht schon, es gibt nicht nur Scheine und Münzen, es gibt auch noch Goldbarren. Und es gibt noch mehr als das.
Weiß nicht, können wir das irgendwo im Inventar sehen? Ja, da gibt's noch mehr Sachen. Hier, Geister und Items. Gameboy Horror. Gameboy Color sollte das eigentlich heißen. Richtig doof. Aber wie gesagt, ich finde das Spiel extrem cool. Das hat einfach richtig, richtig Style. So, hier können wir noch nicht rein, aber wir wissen jetzt, dass wir in den Raum hier rein können, Leute. Aber ich bin gemein. Ich denke mir, das Spiel ist ziemlich kurz. Ich werde jetzt keine episch lange Pilotfolge machen. Ich mache eine normale epische Folge. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Mal wieder, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis dann. Putzt euch, ihr Gamer. Bis dann wieder mal. Macht's gut, haut rein. Tschüssikowski. Und ciao. Bis zur nächsten Folge.